Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Fraktion ist sich einig darüber, dass sie in den kommenden Wochen bis zum 15. Oktober von Fall zu Fall entscheiden wird, welche Initiativen von Ihrer Seite wir unterstützen werden und welche wir nicht unterstützen werden. Ich sage Ihnen ganz ausdrücklich, ich kann es nicht beweisen, aber ich bin mir sehr sicher, dass Rot und Grün sich anders verhalten würden, wenn Sie unverhofft zu einer Mehrheit in diesem Parlament gekommen wären. Ich behaupte, dass das Augustplenum, dass das Septemberplenum bei diesen Voraussetzungen nicht kürzer geworden wäre, sondern eher länger geworden wäre, weil Sie versuchen würden, noch schnell Fakten zu schaffen und noch schnell Verabschiedungen zu treffen. Ich bin froh und stolz darüber, dass meine Fraktion eine andere Haltung hier in diesem Hohen Hause hat und zunächst einmal den obersten Souverän, den Wähler, sprechen lässt, bevor wir tatsächlich unsere Vorstellung 1:1 umsetzen. Und natürlich finden Sie deswegen keine Unterstützung für Vorhaben, wie der Umweltminister hat da ja mal ganz dezent vorgefühlt, für zum Beispiel das Klimaschutzgesetz, weil wir überzeugt sind davon, dass die Menschen in Niedersachsen darunter leiden würden, dass das Land darunter leiden würde. Aber deswegen kriegen Sie natürlich die Unterstützung der Freien Demokraten in diesem Hohen Hause, wenn es um diesen Nachtragshaushalt geht, der richtig und notwendig ist. Aber, meine Damen und Herren, es wird darauf auch ankommen, dass tatsächlich das passiert, worauf man sich eigentlich verständigt hat, nämlich dass tatsächlich unbürokratisch und schnell die Gelder zur Auszahlung kommen. Denn Sie haben sich in den letzten 4,5 Jahren, verehrter Herr Minister Wenzel, nun wirklich nicht hervorgetan, darin Bürokratie abzuschaffen und unbürokratische Regelungen zu schaffen. Es darf nicht sein, dass Geschädigte den dritten Durchschlag der vierten Kopie der siebten Inventarliste vorlegen müssen, damit es tatsächlich zur Bewilligung und zur Auszahlung der Gelder bekommt. Daran werden Sie sich messen lassen müssen, mein sehr verehrter Herr Minister Wenzel. Der Umwelthaushalt ist traditionell, und da muss ich jetzt etwas Wasser in den Wein dieser gemeinsamen Entschließung oder dieser gemeinsamen Abstimmung gießen. Der Umwelthaushalt ist ja traditionell eher ein kleinerer Haushalt. Der Haushaltsplan Nr. 15, das ist Konsens seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten in diesem Hohen Hause und übrigens auch, dass innerhalb dieses Etats der Bereich Hochwasserschutz und Küstenschutz immer einen Löwenanteil besitzt. Und wenn man sich in den letzten 4,5 Jahren so ein bisschen anguckt, dass doch immer wieder Mittel abgezweigt wurden innerhalb dieses Umwelthaushaltes für rot-grüne Lieblingsprojekte, dann ist das jetzt in dieser Situation tatsächlich auch Kritik wert. Sehr geehrter Herr Minister Wenzel, Sie sind überzeugt davon gewesen und haben das immer wieder erklärt, auch hier, dass die Einrichtung Ihrer Klimaschutzagenturen dazu führt, dass Extremwetterereignisse der Zukunft gemildert ausfallen. Und jetzt müssen Sie sich eines anderen belehren lassen. Ihre Klimaschutzagenturen haben nicht einen Beitrag dazu geleistet, dass irgendein Extremwetterereignis der letzten Tage, der letzten Wochen auch nur etwas abgemildert ausgefallen wäre. Ich sage Ihnen, die 9 Millionen Euro, die Sie in Klimaschutzagenturen in den vergangenen Jahren investiert haben, die wären besser aufgehoben gewesen, wenn Sie endlich die Deiche wieder instand gesetzt hätten, die bei den Hochwasserereignissen 2013, 2014 in Mitleidenschaft gezogen wurden, meine sehr verehrten Damen und Herren. In Lüchow-Dannenberg, in Amt Neuhaus, in Neudarchow sind immer noch Abschnitte nicht wieder instand gesetzt worden. Das wäre eine gute Verwendung gewesen, sehr verehrter Herr Minister Wenzel, für die Millionen Euro, für die 9 Millionen Euro, die Sie für Klimaschutzagenturen in den letzten Jahren aus dem Fenster geworfen haben. Ich sage Ihnen eins, meine sehr verehrten Damen und Herren, der gegenwärtige Abschuss der niedersächsischen Grünen in den Umfragen hat nicht alleine mit dem Namen Elke Twesten zu tun, sondern er ist auch das Ergebnis davon, dass Sie in den letzten 4,5 Jahren immer die Ideologie über pragmatische Lösungen gestellt haben. Und das rächt sich jetzt in dieser Zeit. Und man muss auch die Frage sich gefallen lassen, ob dieser Nachtragshaushalt, den wir heute hier wahrscheinlich einstimmig verabschieden, überhaupt nötig gewesen wäre, wenn Sie sich in der Vergangenheit ein bisschen mehr um die Sorgen der Menschen vor Ort gekümmert hätten. Wir brauchen, Herr Minister Wenzel, keine Klimaschutzagenturen. Stattdessen wäre dieses Geld besser investiert gewesen in Hochwasserschutz und in Küstenschutz. Machen Sie Ihre Hausaufgaben, dann sind Nachtragshaushalte wie dieser gar nicht notwendig. Vielen Dank.